Ja, das ist auf jeden Fall die Spüle, die leckt und weswegen ich angerufen habe. Ne? Okay, alles klar, gucke ich mir mal an. So, Sie sind also Handwerker oder was? Ja, genau. Wie lang schon? 8 Jahre jetzt ungefähr. Das ist eine ganz schöne Menge, ne? Ich habe leider 2 linke Hände, nicht? Wurde vor 2 Tagen die Barrine in meine Fernbedienung wechseln, hat mir mit so einem Amboss-Schlüssel da die Fucken geklemmt, ne? Das war nicht so schön, nicht? Sie meinen Imbusschlüssel? Richtig, ja. Amboss ist was anderes. Wissen Sie denn schon, woran das liegen kann? Ja, noch nicht. Ich schätze mal verstopfte Leitung oder sowas. Das kann eigentlich nicht sein. Ich kann das auch erst fertig machen und gebe Ihnen dann Bescheid. Sie haben ja wahrscheinlich auch was anderes zu tun. Oh, ich brenne, ne? Also Sie passen da schon ein bisschen mit der Spüle auf, nicht, dass Sie sehr kratzt oder so, nicht? Ja, natürlich. Wissen Sie, ich würde nur auch nicht behaupten, dass ich zu ungeschickt bin, nicht? Ab und zu mache ich doch schon mal was am Haus, nicht? Also so ist das nur auch nicht. Mal Luft auf dem Fahrrad aufpumpen oder mal Geschirrspüler ausräumen oder mal Rasen mähen oder so, das muss ja nur auch alles gemacht werden, nicht? Aber das da ist mir nur mehr zu heiß, nicht? Ich war bis zur Rente ja im Gemüsehandel tätig, nicht? Händler oder wie? Nee, ich habe einen Traum im Kern, ne? Okay. Das ist ein Knochenjob, mein Junge. Damals hatten wir noch keine Maschinen, nicht? Da mussten wir alle Kerne von selbst aussaugen, nicht? Aussaugen? Ja, was denken Sie denn? Und noch raus den Kern, ne? Und was man da für einen Zeitdruck hatte auf Arbeit, das ist nicht mehr feierlich. Klingt irgendwie widerlich. Was genau machen Sie jetzt da? Ich probiere jetzt, ob manchmal was im Abfluss ist. Was haben Sie jetzt mit dem Telefon vor? Das nehme ich als Taschenlampe, um nachzugucken. Nee, ist nichts drin soweit. Und was genau machen Sie jetzt damit? Ich wollte jetzt nachgucken, ob alle Schrauben fest sind soweit. Ich glaube, hier ist was los. Und was genau haben Sie jetzt damit vor? Ich schnapp mir die Nase damit aus. Vielleicht kann es auch einfach die Dichtung sein. Wie alt ist die Dichtung? Boah, da fragen Sie mich, was, mein Junge. Ich weiß es nicht. Ich denke, die kann das sein. Die muss ich aber auch erstmal besorgen dann. Und was genau haben Sie jetzt da in der Hand und was haben Sie damit vor? Das ist mein Joghurt, den ich esse, weil ich gerade Frühstück habe. Wissen Sie, zu meiner Zeit, ne, wir hatten damals ja keine Pause, nicht? Wir hatten ja kaum was. Meistens haben wir die Kerne gegessen, die wir in der Arbeitszeit ausgesaugt hatten, nicht? Wir hatten ja nichts anderes. Passen Sie mir bitte auf, dass Sie das Becken da nicht zerkratzen, nicht? Das ist eine Gummidichtung. Wie soll ich damit die Spüle zerkratzen? Nun werden Sie mal aber nicht frech, junger Mann, nicht? Zu meiner Zeit mussten wir uns ja sogar noch im Fluss waschen, nicht? Da gab es ja noch kein warmes Wasser. Seife gab es auch nicht, haben wir auch einfach wieder die Kerne genommen, die wir in der Arbeitszeit ausgesaut haben. Es ging ja nicht anders. Bitte das Werkzeug nicht so über die Herdplatte schieben, da zerkratzt mir noch alles, okay? Ja. Was machen Sie jetzt? Ich teste jetzt nochmal, ob es leckt und wenn nicht, dann bin ich fertig. Wissen Sie, fertig geworden ist man zu meiner Zeit ja nicht. Ne? Da gab es immer was zu tun und im Sommer war das schlimm. Wir hatten ja nicht mal Wasser zu trinken, ne? Das gab's einmal nicht. Lassen Sie mich raten, Sie haben die Kerne genommen, die Sie während der Arbeitszeit ausgesaugt haben? Die kann man doch gar nicht trinken, junger Mann. So ein Quatsch. Wir haben einfach Wodka genommen. Sind Sie fertig, junger Mann? Ja, haut alles wieder hin, so. Bitte nachher vorsichtig rausgehen, junger Mann. Nicht, dass Sie mir den Boden noch dreckig machen oder zerkratzen, nicht? Und was genau haben Sie jetzt damit vor? Na, hiermit ziehe ich ein paar über den Schädel und damit tape ich in den Mund ab, damit Sie mal 5 Minuten den Rand halten. Klebeband hatten wir zu meiner Zeit ja nicht, ne? Wissen Sie, was wir einfach genommen haben?